Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Super Mario Odyssey. So, wir reisen wieder ins Wüstenland, da wir da nämlich einen Boss vergessen haben. Also nicht vergessen, ich habe ihn halt nur nicht gemacht, weil wir halt in das nächste Land reisen konnte. Ja, und wir sehen uns gleich bei der Stelle. Okay, doch nicht, weil hier sind gerade Mumien, habe ich gerade gesehen. Da habe ich aber beim ersten Mal doch spielen nie gefunden. Vielleicht bin ich da geklappt. Oh. Ja, was ist das für eine geile Musik? Was? Ich muss auch mal mit dem Mond werden. Ah! Weil wir versehen kennen. Ah! Gib mir Kugel, Willi! Ja, hallo! Das ist nicht dein. Und. Nein! Wo ist der Mond? Yes. Okay. Ja, wir haben mich auch wieder aufgenommen. Aber die Musik ist voll episch! Für sie gibt's auch noch so einen Mond. Dann machen wir den auch mal. Habe ich den schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Anscheinend nicht. Alter! Komm nach oben. Hier gibt es noch einen Secret Moon. Gibt es ja eigentlich bei jedem Subraum einen anderen Mond. Und auch meistens bei den 2D-Dingern. Aber manchmal gibt es auch bei den 2D-Dingern gar keinen Mond. Wie zum Beispiel da beim Schlemmerland. Da gab es aber den Amonzen. Ito auch schön, oder? Und by the way, ich muss euch mal sagen, also ich war hier mal oben, habe aber nur die Münze geholt und nicht den Mond. Und ich habe den nicht gesehen. Nee, es gibt nur einen Mond. Stimmt. Ah, ja, stimmt. Dann kommt man hier raus. Ah, ja, stimmt. Oh, nein. Das war vergessen. Jetzt sind wir hier auf einer perfekten Route, wo wir da einfach hin können. Jetzt holen wir uns noch einen Miauxi und dann können wir da hin. Oh, shit. Und wir lassen uns natürlich nicht von den Mumien treffen. Das wäre auch gut. Ach, es geht gar nicht. Hä? Gehen wir da erstmal rein. Da geht's nämlich nach dem Mond. Ach, sowas haben wir noch gar nicht gesehen. Ach, werden wir schon öfters noch gesehen. Weil die Sequenz kommt ja immer wieder. Nicht so wie bei Super Mario 3D Land. Wo man einfach nur. Dieser. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber da gab's doch mal diese eine. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war doch hier. Da gab es doch immer so eine, wenn man noch den Endkampf da geschafft hat, gab es doch so eine Röhre, wo man in die zweite Dimension der Welten gehen konnte. Ne? Genau das meinte ich. Diese Sequenz hat man dann nur ein einziges Mal gesehen. Okay, und jetzt geht's weiter. Bitte keine Mumie. Da ist es. Da ist der Boss. Wir können uns dann nicht mehr bewegen. Der rutscht dann nicht so blöd. Achso, ja, hier war das, okay. Ich glaube, PewDiePie spielt doch eine Rolle. Hier ist eine Faust. Zumindest sieht das für mich so aus. PewDiePie! Und wir müssen uns, glaube ich, sogar noch stapeln für den Mond, ne? Muss gucken. Ja, da. Ja, da ist einer. Ja, wir müssen uns. Alter, dieser.
Den kapere ich am besten mal als erstes. Für einen kleinen Fortschritt. Moment mal. Wir können schon mit dem den Mond holen. Wenn wir uns nämlich cheaten. So. Springen wir dann raus. Vielleicht sollten wir noch ein kleines bisschen gleich dieser kleine Scheißhaufen da nehmen. Ja. Damit. Und jetzt können wir es schaffen. Ah, wir sind sogar größer als das hier. Das muss es sein. Haben wir zwar nicht alle Gummas, aber hey, wir können es schaffen. Yes. Ach so, könnt ihr diesen Mond schieben. Soll ich mal ein Video machen, wie ihr Monde cheaten könnt? Weil ich habe nämlich viele, viele Monde gecheatet. Also nicht gecheatet, ich habe sie halt anders gemacht. Wie man sie eigentlich nicht machen sollte. Habt ihr Bock drauf dann? Oh, let's... What the fuck? What the fuck? Hat es gesehen? Mario war gerade kurz irgendwie. Hat sich da so festgehalten. Dann wurde er aber zerquetscht und ist sofort wieder hoch. Alter, das war richtig brutal aus. Wenn ich mal ehrlich sein darf. Und was ich beim letzten Video vergessen habe, was anzukündigen. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, wenn mein erstes Video ein Jahr alt ist, kommt World Yoshi's World. Dann könnt ihr euch bestimmt noch alle erinnern. Aber, was ich noch nicht gesagt habe und erst heute überlegt habe, dass ich vielleicht einen Rückblick mache, wo ich auf die Videos gehen werde und sie auch anschauen werde und darüber haten, selbst, dass sie scheiße sind. Hier wird dann auch der Ring des Ehrings oder so stehen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der Boss bei mir. Ich weiß nicht mal, wie der da runter kam. Ich glaube, der kam irgendwie runter. Beste Beschreibung. Ich weiß nicht mal, wie er runter kam, aber ich glaube, der kam runter. Ach, das sind die Hände. Und die tun den wahrscheinlich jetzt runter. Ja. Hi. Wo ist der Ring hin? Ich hab den nicht. Das war Bowser. Und das müssen wir auch noch machen, damit wir auch alle erkacken. Ich war das nicht, wirklich nicht. Das war Bowser. Autsch. Ach, stimmt, wir müssen den ja auf Eis. What the fuck? Ja, welche Hand soll ich jetzt nehmen? Ich nehme rechte. Ich nehme mich Rechtshänder. Oh. War das überhaupt die rechte? Ja, ich glaube, das war die rechte, ne? Ich hoffe. Ich kenne ja nicht so gut damit aus. Wow. Alter. Wie schon gesagt, ich war das nicht. Das war Bowser. Aber ich dachte, das wäre einer der Bowser-Scherben, aber ist es tatsächlich nicht. Das ist cool. Der denkt nämlich jetzt, wir haben den Ring weg. Obwohl wir das ja nicht waren. Aber er denkt es halt, weil er halt dumm ist. Okay. Jetzt tut er seine Hand vor sein Gesicht, damit ich ihn nicht erwische, aber... Das schafft er nicht. Und am nächsten Part geht es natürlich auch weiter mit dem... Ruinenland. Es ist zwar das Bauland, aber wir würden wieder abstürzen. Genauso wie halt beim verlorenen Land. Oh. Nein! Wow! Holy shit! Oh nein. Oh nein. Jetzt fühle ich mich sicher. Komm schon! Mach ihn alle! Wir haben beide euch noch ein Zeitlimit, wie lange wir das haben. Ein Leben! Ein Leben! Sein Face! Sein Face, habt ihr das gesehen? So. Hä? Wie hat er das gemacht? Hey, wo ist denn der? Hä? Ach, da ist er ja. Hallo! Aber das ist auch nachgeholt und wir können ins Grünland. Also, könnten wir schon davor, aber... Jetzt ist auch wieder warm, ne? Puh, so heiß, aber das war das Hintersache, was? Bleiben wir dran und knöpfen uns Bowser vor. Haben wir genug Mono, um ins Land zu reißen? Du kannst du
Ach, jetzt sagt er genau dasselbe, wie er beim Wüstenallein sagen würde. Ja, das ist jetzt einfach so. Auf ein anderes Land. Ich finde es auch schade, dass man immer die Monde abgehen muss. Okay, Bauseland. So muss das cool. Ich weiß nicht mehr, wie man abstürzte. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, da hat wieder... Musste man dreimal gegen ihn kämpfen? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube schon. Boah, das war ja so uneinfallsreich. Aber wie sonst? Keine Ahnung. Vielleicht irgendeine... Ich spalte irgendwie Feuer und das trifft dann. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, seitlicher Salto. Dreh dich schnell um in die angesetzte Richtung und springe für einen seitlichen Kontrollfilm. So nutzt du dein Renntempo, um seitwärts hoch in die Luft zu springen. Das wird bestimmt weiterhelfen. So, zurück zu den Recherchen. Als nächstes haben wir... Der Bowser im Bowserland? Ist der Bowser? Ich habe plötzlich ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Was ist das? Was wackelt hier etwas alles? Warum? Was ist das? Was zur... Bin ich überhaupt noch in Mario oder bin ich in Skyrim gelandet? Hä? Ja, jetzt ernsthaft bin ich in... Mal sehen, wie dir das hier schmeckt, Klempnerlein. Bin ich jetzt echt nicht in Skyrim gelandet? Ich glaube, ich bin aber doch noch im Laden, oder? Okay, jetzt fliegt er doch hervor. Super. Alter, was soll das denn? Okay. Alles klar. Ruinenland Schuttlingen. Das Buhu-Königreich, zumindest wollte man das. Ich hab's geahnt, die Odyssee ist schon wieder beschädigt. Sie ist mich ja. Warum Mono? Nur 3 Monde? Okay. Wow. Das ist. Wahrscheinlich schaff's auch so. Yeah! Und dann die Schatztruhe. Oh nein. Wenn ich Antike lese, muss ich irgendwie an Zelda Breath of the Wild denken. Vielleicht weil es da Wächter gibt. Und antike Materialien. Soll ich nehmen? Ich werde auch keinen Remastered LP davon machen. Es gab ja schon das Comic LP. Aber ich werde nicht ein neues Spiel starten, das ist mir... Ich habe 120 Schreine gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, ciao.